Ja, ich heiße euch mal wieder. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen spannenden Session. Haunting Ground. Mit mir, der Esel, der sich immer zuerst nennt, und mit meiner geschätzten Co-Kommentatorin, der Alexa. Ja, wir haben das letzte Mal etwas gemacht, was ich, weil ich so nett bin, jetzt einfach nochmal machen werde, weil ja letztes Mal die Skype-Aufnahme weggegangen ist. Ich werde den Bosskampf gegen Daniela nochmal machen. Boah. Habe ich mir so als kleine Überraschung mal überlegt. Ich bin begeistert. Ich versuche es einmal. Wenn es dann nicht klappt, dann Wird schon. klappt es halt nicht, ne? Da liegt was. Ja. Ach ja, nur ein Medaillon. Oh ja, nur. Was soll's? Ja, okay. Ja, Mensch, episch. Again and again. Das war doch der richtige Gang, ne? Ja. Das war der Ja, richtige ich Gang. erkenne das. Ich erkenne die Fenster des Todes wieder. Ich erkenne da ein Muster. Der Hund schnüffelt. Jetzt setzt er sich hin. Good boy. Ja. Sweet. Schon mal im Voraus. Weil du weißt, dass das gut machen wird. Ja. Die Cutscene, wollen wir uns die auch noch mal geben oder soll ich sie überspringen? Du entscheidest. Wegen meiner kannst du die überspringen. Okay. Pause abbrechen, überspringen. Alles klar. Boah, geht ja gleich schon Super! los. Auch was? Ja. Mensch, kannst dich ja jetzt gleich warm spielen. Komm, Louis, pack sie. Yeah. Und du musst dir nicht mal noch ewig die Hundesteuerung angucken. Finde ich ja Ja, dass großartig. Angriff oben war, das weiß ich auch noch. Louis, warum tust du nichts, wenn ich nach oben drücke? Oh, böse Huey, ganz böse. Na, 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 na. Daniela! Ach, hör auf zu schreien. Sogar ich gehört. Du hörst Sachen. Wobei das bei mir jetzt nur so ein Fiepen war. Das war eine Blendgranate. Gib ihr, Huey, gib Jetzt ihr! beißt er sie aber echt eine halbe Minute. Oh, sie ist angeschlagen. Oh ja. Komm, Daniela, leg dich mal hin. Siehst übel aus. Wieder wie so ein nasser Sack Kartoffeln umfahren. Aber oh, sie kann aber ganz schön schnell hochgehen. Ja, sie ist gechickt in solchen Dingen. Oma, Oh alte. Gott. Au! So. Mann, der arme Hund. Aber ich glaube, ich muss mal Lavendel nehmen. Zur Beruhigung der Nerven. Wer hätte gedacht, dass vor ihr im Kreis laufen so sehr anstrengend. Wie sie schreit. Los, Huey! Schieb. Schieb, Fiona. Ich, jo, bumm, da knackt sie weg. Da bleibt sie liegen. Wie Daniela, die eben zu Fall gebracht wurde. Ja. Da fällt sie wie ein Häufchen. Da steht sie wieder auf. Ein echtes Stehauffrauchen. Komm, Yui, pack sie. Huey. Kreisch. Huey. Huey läuft zickzack. Nicht lustig. Das war kein guter Angriff, Huey. Das war voll daneben, Huey. Ach, Daniela.
Huey will nicht mehr. Ist mein Stick kaputt? Huey hat dich nicht mehr lieb. Oh, jetzt. Schieb, Fiona. Schieb, als würdest du dafür bezahlt werden. Ich wusste, dass du das sagst. Ja. Es gibt wohl Dinge, die sag ich einfach zu oft. Komm, Fiona. Schieb. Ja. Schieb besser. Perfekt. Das ist doch glatte Schieb. War das ein leichter Anfall von Panik? Ja. Ich riskiere es jetzt einfach mal mit der Panik. Ja, riskier es mal. Das hier ist eh der letzte. Ja, das letzte Dingens. Panik-Schwimm. Oh je. Lalala. Komm mal her, ich hab hier was für dich. Oh yeah. Oh yeah. Ich glaube, es ist sogar besser, ihr Leute. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich zweimal Lavendel verwendet. Wenn ich mich nicht irre. Das könnte sein, ja. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja. Ach, die Arme. Das war laut. Siehe Danielas Macht. Wo bleibt der Chor? Halleluja. Oh. Jesus. Uff. Das war nicht mal durchs Herz. Also sie hat wahrscheinlich keins. Oh. Dürfte das erste echte Lächeln des Tages sein. Ach, sie hat doch schon ein paar Mal mehr gelächelt. Aber nicht so zufrieden. Eher hinterhältig und böse. Mars-Schlüssel! Ja, das ist der Füller, der Zauberfüller von Sailor Mars. Oh nein. Bitte nicht die. Ja, sie war nervig. Hält sie am Boden fest. Hm. Das ja. Klingt fast so, als würde sie wieder aufstehen. Weißt du, hält sie am Boden fest, als würde sie wieder aufstehen, wenn man sie entfernen würde. Ich glaube allerdings nicht. Hey! Kannst die tote Frau da nicht auch noch treten? Ach, Daniela, er meint das nicht so. Ja, als ob sie sich irgendwann an mir rächen wird. Jetzt habe ich aber Angst. Ich wäre mir da nicht so sicher. Go, Huey. Da bleibt er erstmal auf der Treppe stehen. Ja, ich warte auf mein Hundchen. Ach so, Hundi. Come on. Hundi. Hundi? Huey trauert noch. Ich glaube auch. Er sitzt bei ihr und heult. Er will gar nicht mehr weg. Er hat den Tritt gesehen. Achso, nee, neben der Treppe war nichts. Nope. Es sah so aus, als könnte man da noch neben gehen. Kann man wahrscheinlich auch, wenn das ein echtes Haus wäre, aber unsichtbare Wände der Entwickler verhindern dies. Unsichtbare Wände sind die schlimmste Erfindung seit es Videospiele gibt. Nee, da gibt's noch ein paar schlimmere. Nämlich ärgern unsichtbare Wände immer wieder. Das stimmt schon. Jetzt kann ich eigentlich den alten Spielstand überspeichern, wo ich sie schon besiegt habe, auseinandergenommen habe. Diesmal war ich sogar 4 Minuten schneller. Ah, siehst du mal. Ja. 4 Minuten. Das war jetzt der offizielle Daniela-Bosskampf Speedrun. Nein. Das geht garantiert noch schneller. Ich weiß. Ein Haufen Gerümpel. So, wir haben den Mars-Schlüssel. Wir wollen ihn verwenden. Ja, wir wollen jetzt erstmal wieder hier raus, ne? Ja. Und ich weiß auch, wo wir ihn verwenden wollen. Ich dreh mal die Heizung an. Es ist kalt hier drin. Es
es kalt hier drin oder bin ich das? Ah, jetzt muss ich hier auch wieder durch, ne? Du hast gespeichert, oder? Ich bin nämlich der Meinung, auf dem Rückweg ist die Falle. Aber nicht ja, Welt. Aber ich meine, du kannst. Ja, war, hatte der nicht letztes Mal sogar die Armbrust schon so angelegt, schon so nach oben gezeigt? Der hat der, du hattest ja, bist einmal daneben getreten, da hat er dich schon angelegt. Du kannst Huey einen Weg suchen lassen, aber meines Erachtens hat sich die Falle sowieso gegessen auf dem Rückweg. Scheint. Aber sicher ist sicher. Scheint so, oder ich bin einfach gut jetzt. Hey, guck mal, da fliegen Motten um die Lampe rum. Was soll das denn? Um mal die Möwe aus dem Spiel zu lassen. Ja, tut mir leid, dass ich gut war. Und da liegt nur noch was, was ich mal übersehen habe. Du hast Skill. Ja, solltest du besser anerkennen. Ich weiß doch, dass du kompetent bist. Der kompetente Schein. Genau der. So, mit dem Mars-Schlüssel, sofern du nicht noch neugierig auf andere... Wobei, ich glaube, die restlichen Türen hier hatten wir schon untersucht, oder? Weil dann musst du jetzt bis ganz nach unten gehen. Ja, es war irgendwo eine diese Tür bei diesem einen kleinen Kindchen da. Da war eine so eine Tür am Ende des Ganges, die war verschlossen. Von der anderen Seite, du meinst da, wo du auch einmal gestorben bist? Ja, genau. Ja, die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Unter dem Tisch kann man sich übrigens verstecken. Könnte noch... Ja, weißt du das denn jetzt schon wieder? Könnte noch, praktisch sein. Mehr möchte ich dir noch nicht verraten. Aber wir haben auch schon ewig nicht mehr in diesem Tagebuch hier nachgeguckt, oder? Ja. Armer Köter. Warum schreibt sie auch mal Köter das nicht? Meine Eltern sind tot. Das ist eine Lüge. Das ist die Wahrheit. Was hat sie denn über Daniela geschrieben? Huey, Gott sei Dank. Arzot, davon habe ich noch nie etwas gehört. Es scheint, als ob jemand versucht, mir aus diesem Albtraum heraus... Ricardo. Es ist, als ob er verrückt oder so ist. Wer weiß, was er als nächstes tut. Dum-dum-dum. Kaum zu glauben, der ganze Balkon zerbrach. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Diese großen Augen, er sieht aus wie ein Kind. Riesengroß, aber im Geist ein Kind. Nein, Kinder sind nicht so grausam. Ach ja, unser Hank Junior. Kinder sind nicht so grausam. Kinder. Unheimliche Mark, da ist sie. Sie starrt sich selbst im Spiegel an, als ob sie sich hasst oder so. Ich weiß nicht warum. Ihre Haut, die Augen, ihr Körper, alles schön. Ich denke, die Gesellschaft. Ja, natürlich, die Gesellschaft ist an allem schuld. Vor allem in diesem Schloss. Die Gesellschaft in diesem Schloss ist nicht die beste. Ich denke, die Gesellschaft. Also für diesen Spruch kriegt Fiona den ersten Badass-Punkt ihres Lebens. Es wird immer schlimmer. Ich bin nicht nur in diesem gruseligen Schloss gefangen, ich bin auch an einem Ort, der auf keiner Karte verzeichnet ist. Ich habe ein schlechtes Gefühl. I've got a bad feeling about this. Ja, und was sagt Admiral Akbar dazu? Na? Weißt du es nicht? Nein. Oh. Peinigt Alexa. Entschuldigung. Dass sie diesen Insider nicht kennt. Entschuldigung. Nein. Ich gehe jetzt in meine Ecke, schäme mich und werde sie nicht weiterhelfen, weil ich mich jetzt schämen muss. Was riecht dieses Parfüm nicht? Warte mal, vielleicht. Ach, das war hier unser Radieschen, ne? Genau, unser Radieschen-Scanner. Die große Nase muss doch Sinn machen. Die große Nase des Hundes. Huey hat wieder von etwas Wind bekommen. Ich denke, es ist kein gutes Zeichen, wenn sein Haar sich sträubt. Sollte ich ihn zum Auskundschaften vorausschicken? Natürlich. Immer eine gute Idee. Was? Nicht mal das hat sie
zurückgehalten. Was ist sie, die Jungfrau aus der Yeah. Yeah. Ich werde eine Rockband gründen und die erste Single, die ich auskoppel, nennt sich Virgin from Hell. Oder ich nenne die Band einfach so. Das, ja, wunderbar. Oder Hell's Virgin? Komm schon, sie hat irgendeine Schwäche, aber was kann es sein? Spiegel? Es ist der Spiegel des Wahnsinns. Ich glaube, ich bin in Sicherheit. Warum ist es immer so? Warum muss ich töten? Nur um selbst am Leben zu bleiben. Ich hasse diesen Ort, wirklich. Ja. Aber ist Daniela jetzt nicht die Erste, die sie in dem Sinne getötet hat? Eigentlich ja. Weil das große Kind hast du ja verschont. Eigentlich ja. Er hat ja nur was auf den Kopf bekommen. Ja, und sah dann in uns die Jungfrau Maria, ne? Ja, die Jungfrau aus der Hölle. Come on. No. Warum kommt der Hund nicht? Kiwi. No. Jetzt höre ich erst tapsen. Yay! Da ist er, ja. So, du sagst ganz nach unten, ne? Ja. Gut, schwimmen musst du nicht, aber bis ganz nach unten. Da ist eine Tür. Richtig. Sie ist verschlossen. Woher weißt du das? Der Experte. Da ist eine komische Markierung an der Tür. Männlich. Männlich. Ja. Es ist eine männliche Tür. Dementsprechend ist es der Tür. Was könnte das bedeuten?